Ja, komm, ja, geil. Willst du dich jetzt outen? Wie? Ein Tag ohne Julia, ein Tag mit Julia. Stinkt ein bisschen. Magst du den Geruch? Ja. Sympathiepunkt auf jeden Fall. Ja. Freunde, bevor das Video losgeht, müssen wir etwas Wichtiges erledigen. Ich bin mal wieder bei Motopapst und werde ein neues Motorrad kaufen. Und ich freue mich wirklich, denn es ist was ganz Besonderes. Ja, wer wartet denn da? Ja, hallo? Yannick, mein Lieber, schön, dich zu sehen. Grüß dich, David. Es ist wieder soweit, gell? Es kommt wieder ein ordentliches Motorrad. Es kommt wieder ein sehr ordentliches Motorrad. Keine Yamaha, keine Funtech, sondern mal wieder... Eine? KTM. KTM, so sieht's aus. Komm, wir gehen mal durch. Grüß Gott, servus. Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit, Hallöchen. Aua. Ich muss jetzt ein Motorrad abholen. Wir spielen nachher weiter, ja? Geh mal hier in die Werkstatt. Geh den Jungs mal auf den Sack. Ja, genau. Ich war früher Hundetrainer. Merkt man. Ach, schön. Jedes Mal, wenn ich hier bin, dann fühle ich mich so heimisch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Zeig mir mal dein Lieblingsmotorrad. Aktuell die 99 Cube. Aber die wird's heute nicht. Hey! Welche Idioten laufen in einem KTM-Laden mit Helm rein? Ja, ne? Wirklich. Ja, geiler Typ, ey. Ist es auch nicht. Auch ein wunderschönes Motorrad. Duke 390 ist es aber auch nicht. Evola, da ist sie. KTM 690 SMCR. Guckt euch das Schmuckstück an. Knapp 700 Kubik Einzylinder. Wie viel PS, Yannick? 75. Die Supermoto mit Straßenzulassung von der Stange. Die Polizei hasst diesen Trick. Freunde, dieses wunderschöne Motorrad werde ich verlosen, aber ich werde sie komplett umgestalten. Ein neues Dekor kommt drauf, schwarze Plastikteile, wahrscheinlich sogar noch eine schöne schwarze Sitzbank. Also ihr werdet das Teil am Ende wirklich nicht wieder. Willst du dich jetzt outen? Wie? Ach so, ich habe mich gerade in 5 Minuten fertig gemacht, weil ich unser Date vergessen habe. Wir waren um 12 Uhr verabredet, ne? 12 Uhr mittags an einem Montag, muss man dazu sagen. Ja, jetzt ist 12.30 Uhr. Ich habe es ja in einer halben Stunde geschafft. Ein bisschen Schwund ist immer dabei. Oh nein. Sehr sympathisch, Julia. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ich freue mich auch. Wie geht's deinem Finger? Hier sieht man noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob man es auf deiner Ding sieht. So zwei kleine Narben. Mein Finger war wirklich gebrochen, ja. Ach du Scheiße. Wann hast du das denn rausgefunden? So einen Monat später. Du bist so behindert, Alter. Das kann nicht wahr sein, ey. Ja, ich dachte, es geht und so. Und ich habe ja dann aber geboxt und so. Und ich hatte ewig lange Probleme dann damit. Ey, jetzt mal ehrlich. Das ist ein Finger. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Max Feste? Ja. Ah, guck mal hier, der Kollege. Auf so einer waren wir ja beim letzten Mal unterwegs, weißt du noch, ne? Supermoto nennt man das. Ja, und das hier? Was würdest du sagen? KTM Duke ist es. Das hast du sehr gut gelesen. Ja, das ist eine Supersportler. Nee, ein Naked Bike. Das wird so wie GTA in Real Life, was wir heute erleben. Ich habe eine Waffe, soll ich die mitnehmen? Wie, du hast eine Waffe? Ja, mit so Plastikkugeln oben. Ach so, ich dachte jetzt eine richtige, what the fuck. Ich hatte gerade, ohne Scheiß, ich hatte gerade richtig Angst für eine Sekunde. Ein bisschen Angst ist ja auch ein schönes Gefühl, so, ne? Angst und Schmerz. Ich sag mal so, als ich ja beim Boxkampf war und ein blaues Auge bekommen habe, das war ja auch ein gutes Gefühl, weil ich sah so gefährlich aus, ne? Boah. Du hast so einen offiziellen Boxkampf gehabt, oder was? So richtig im Ring? Ich hab beim Rollboxen mitgemacht, hab wirklich gekämpft im Ring. Nein, du verarscht mich. Ich hatte 8 Wochen Vorbereitung, morgens, abends trainieren und dann war ich im Ring und hab mich mit einer richtig geprügelt. Aber danke, dass du meinen Kampf supportet hast. Du bist wirklich ein guter Freund. Da muss ich jetzt Angst haben, so wenn ich mich irgendwie dann schlecht benehme, wir ziehen zusammen und ich will dann mal nicht den Abwasch machen, so dass du mir dann irgendwie einfach einen Hieb in den Magen gibst. Ja, Leberhaken könnte schon drin sein. Ja, Julia, ich habe auch ein bisschen trainiert, weil wir haben uns lang nicht gesehen. Hier, fühl mal Bizeps. Oha! Ist gut. Was ist aus dir denn geworden? Die Boss-Transformation. Was denn rechts hier für ein Fake-Taxi? M-Fake-Taxi. Da steht Taxi drauf. Ah, das ist aus Frankreich. Frankreich? Hä, Digga, ist einer mit einem Taxi aus Frankreich nach Düsseldorf? Ich kann nur voulez-vous coucher avec moi. Wollen Sie mit mir schlafen, hast du gesagt? Oui, oui. Aha, aha, aha. Oh, okay, Digga, ja. Und Video gelb. Oh ja. Das ist so ein Knall, Alter. Oh, guck mal, da drüben ist Polizei, Julia. Wenn wir in eine Kontrolle kommen, du holst uns da raus, okay? Ich steig ab und renn weg. Ey, willst du mich verarschen, Mann? So, halt dich schön fest, Julia. Chef, hab ich das schon richtig vermisst? Jetzt gleich Polizei, Führerschein weg. Wer ist gefahren? Julia. Ich bin gefahren, Führerschein. Wir können ja meinen Motorradführerschein abnehmen. Ey, hast du überhaupt noch deinen Führerschein oder haben die den mittlerweile mal eingezogen? Ich hab den schon einkassiert, aber ich hab den wieder. Und wen hast du dafür bestochen, dass du den wiederbekommen hast? Nee, ich hatte nur 4 Wochen. Willst du dich mal draufsetzen und Gas geben? Ja, komm, ja.
Ja! Ja, komm, ja, geil! Ja! Sieht so aus, als würde ich fahren, oder? Ja, fast. Könnte ich mir gut vorstellen, du in Zukunft auf einer Duke, auf einem Moped und dann zündest du mal richtig mit 120. Okay, mach ich. Pinky Promise. Ja, was sie mögen, die Motorräder. So, und dann? Du Drecksau. Magst du den Geruch? Ja. Sympathiepunkt auf jeden Fall. Es gibt viele Frauen, weißt du, die sagen so, es stinkt. Und dann sage ich immer, nein, es duftet. Einmal Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Halt deinen Schnauze. Nein, ihn ab. Hä? Ich war doch hier mit. Ja! Geiler Scheiße. Soll ich das mitnehmen? Du hast safe schon hier und da mal was mitgehen lassen, oder? Klar, ich hab's schon oft geklaut. Wenn irgendwas Cooles im Restaurant war, so ein cooler Salzschrei oder so, dann stecke ich den schon in die Tasche. Das kann nicht wahr sein. Alter, ich bin einfach mit einer Kriminellen heute unterwegs. Das ist ja nicht so richtig klauen, weil die haben das ja eh. Ich bin vorhin da eingebrochen in dem Haus und habe da einen Flachbildfernseher mitgenommen. Aber das ist nicht so richtig klauen, weil die hatten ihn ja eh. Nein! Das war ja deine Argumentation. Wenn du im Restaurant isst, dann bezahlst du ja das Essen. Dann gehört das Besteck ja sozusagen dazu. Wenn ich mir das Auto miete, dann ist das Auto ja mit dazu. Und dann gehört es ja mir. Hä? Ein Tag ohne Julia, ein Tag mit Julia. Ohne Julia, mit Julia. Ja, aber gib mir den wieder. Darf nicht anhalten. Wir dürfen nicht anhalten. Das ist Scheiße, Alter. Hey, Junge. Was noch filtern? Das ist ja echt dumm. Komm weiter, ich komm da nicht rum. Nein, ist aus. Verdammt nochmal, Alter. Junge. Ich hab's mir schon gedacht, das ist ein kleiner, ne? Aber das ist Originalgröße hier. Kann man nichts machen. Guck mal hier, der Porsche Toro, das ist mal ein geiles Teil. Schöner Porsche, mein Lieber. Ja, danke. Sieht man viel zu selten, so einen schönen alten Turbo, geil. Boah, guck mal hier, ist das Walter Röhrl? Originalunterschrift. Das ist eine Rallye-Legende. Geil, guck mal, der Fiat 500 hier. Abarth 695 mit einem Ferrari-Logo. Wo fahren wir hin? Hier, der Moped-Fahrer hinterher, oder? War mein erstes Motorrad. Damit hatte ich einen Totalschadenunfall, Krankenhaus, an meinem 18. Geburtstag. Sag ihm das mal. Das war mein allererstes Motorrad. Damit habe ich mich an meinem 18. Geburtstag ins Krankenhaus befördert. Hey, wir fahren jetzt nebendran und wir sagen, boah, das war unser erstes Motorrad. Damit haben wir einen Unfall gebaut. Ja, lass das echt mal machen. Okay, Julia, jetzt ist dein Einsatz. Bist du bereit? Ja. Let's go. Hey, das war mein erstes Motorrad, aber damit habe ich leider einen Unfall gebaut. Die zwei verarschen dich nur. Aber ey, das war mein erstes Motorrad. Ich hatte damals einen krassen Unfall, Digga. Also immer schön vorsichtig fahren. Die Dinger sind saugefährlich. Als Wiedergutmachung habe ich hier einen Mini-Chupa-Chups. Ich verarsche mich doch einfach. Nein. Die verarschen dich alle. Ich verarsche dich nicht. Okay, wir sehen uns, Habibo. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn wir jetzt auf der Landstraße wären, ich würde so gottlos ballern mit dir. Machen wir und nicht mehr Motorrad fahren, oder was? So meine ich das jetzt nicht. Merkst du eigentlich die Vibration? Ja. Du merkst sie doch auch. Ja, aber bei Frauen ist ja nochmal anders. Ich habe meine Freundin gefragt, die meinte so, ja, manchmal kann es schon ganz nice sein. Also so gut wie ein Satisfier ist es jetzt nicht. Wenn sie schreit, ich liebe dich. Das wäre dann mein Ding hier, ne? Ohne Scheiß sehe ich dich drauf. Auf einfach einer komplett lilafarbenen Vespa. Passt ja auch richtig zu meinem Charakter, so ein Ding, ne? Voll die Tussi. Was? Goldene Pussy? Voll die Tussi! Das passt so zu meinem Charakter. Ja, Mann. Goldene Pussy. Was? Was ist das jetzt hier für eine Leg-Übung? Kannst du so einen Kick? Hä, ist das eigentlich so wenn du auf dem Motorrad sitzt und dann vor, zurück, kann der Tanker sich dann noch mehr irgendwie so in die Rille ziehen oder ist egal? Nee, der ist schon im Arsch. Aber ich hab's manchmal mit der Unterhose, wenn ich viel Moped fahre, dann zieht sie sich, ja. Das ist voll unangenehm, dann zupfst du so rum. Ja, nee, der ist ja im Arsch. Eigentlich gut in dem Sinne, weißt du? Ja. Meine Maschine kann ich jetzt wieder fahren hier. Die sieht einfach geil aus. Das hier sieht geil aus hier. Wenn du die anmachst, dann dreht sich der Scheiß. Und hier alles Carbon, weißt du? Fühl mal Sitz. Aus Amerika importiert. Stinkt ein bisschen. Oh. Vielen Dank. Gerne, wir sehen uns. Wir holen uns mal wieder ab. Ja, safe. Hey, lass das wieder um. Erst in einem Jahr, ne? Wenn du Zeit hast, wenn ich Zeit habe, safe. Ich hab immer Zeit. Oh.